Hallöchen Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tales of Graces F. Wir sind auf der Suche nach unserem neuen Gast namens Richardus. Und darum gehen wir zum Anwesen und machen genaue illegale Sachen. Was der Daddy nicht möchte. Hey Soldat, was geht mit dir? Erzähl mir was. Erzähl mir bitte etwas langsamer. Euer Vater war so großzügig, uns eines der Zimmer in seinem Anwesen zur Verfügung zu stellen. Ich weiß, er ist besonders. Die Person darin ist... Oh, Verzeihung, ich darf darüber nicht reden. Warum nicht? Egal. Ich werde mir den Gast so oder so anschauen. Ah, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Er wird wohl wahrscheinlich nicht hier sein. Hallöchen, lass mich da bitte rein. Verzeihung, Herr Aspel, der Zutritt zu diesem Zimmer ist allen untersagt. Fuck the rules. Mann, da komme ich nicht durch. Ist da vielleicht noch irgendwo was? Weil hier waren ja auch noch zwei Zimmer. Obwohl, das war ja unser Zimmer eigentlich vom Hubert und vom Aspel. Chronologische Ungewissheit. Aspel, are you going to leave Lant when you grow up? Why? I heard you say you wanted to go to the capital to become a knight. That's right. I'm never going to succeed my father, no matter what he thinks. You're moving? Sure. Wanna come live with me when you grow up? Yes, definitely. Great. I better get back to sword practice then. Die hat aber nicht gezögert, ey. Die hat gleich gesagt, klar, ich folge dir. Bam. I hope I get to grow up. Nur nicht negativ sehen, Lady. Versteck die Karte doch mal. Die wolltest du schon vor zwei Parts verstecken. Hast du nicht gemacht. Okay, dann gehen wir mal nochmal in das andere Zimmer. Dumm. Da war ja das Zimmer der Mutter. Vielleicht hat die Mutter irgendwie was damit zu tun. Erzähl mir doch mal was. Wir haben einen Gast. Also seid leise und stören nicht. Weißt du was, Lady? Ich werde schauen, ob ich vielleicht von außen irgendwie reinkomme. Ich bin ja so ein gerissener Kerl. Auf! Nach draußen! Mal schauen, ob ich da irgendwie durchs Fenster klopfen kann oder so, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Komme ich da irgendwie durch? Ich glaube eher nicht. Oder? Komm ich. Ah, so will ich das doch haben. Warte mal, da muss es doch genau. Look, there he is. But if we go through here, someone will see us. So. Geh mal durchs andere Fenster. Alright, we'll enter through the window. To the window! Was kann da nur schief gehen? Aber okay, wir versuchen es mal. Okay, ich habe eigentlich gedacht, es wäre auch einer dieser, in Anführungszeichen, sechs Freunde, was wir im Intro gesehen haben, aber den kenne ich überhaupt nicht. Who's there? Hey, it's only us. Hey, das sind nur wir. Er hatte keine Ahnung von gar nichts, aber okay. Are you okay? Why do I even listen to you anyway? Hold it right there. Who are you? I am Aspel Lant. My father's the lord of this manor. And you must be Richard from the capital. Come on, let's get out of here and have fun. You've never been to Lant, right? We can show you around. Leave me alone. I would prefer to stay here. Ganze Kommode anschauen. In this dark room, all alone? Are you crazy? Don't you want to have fun? I told you to leave me alone. And don't pretend to be my friend either. Alles richtig. What did you say? You're only pretending to like me, so you can use me later. It's always the same. People are only nice to me when they want something for themselves, or when they. Master Richard. Bryce. Das wird sowas von ein Gegner sein, das sehe ich ja jetzt schon.
Please, ready your equipment. Not today. I'm not feeling well. Enemies will attack whether you feel well or not. Avoiding training will only end up weakening your skills. Are you Lord Aston's son? These matters are no business of yours. Leave at once. You shouldn't make him practice if he isn't feeling well. Don't be a fool. My lessons are of the utmost importance, and not to be skipped for any reason. Then I'll take the lesson in his place. You? All right, very well then. Though I fear you will end up regretting those words before long. If you truly wish to face me, I will be waiting for you in the garden out front. See you there. Er ist doch Richard, also es ist doch eines der sechs Charakter im Intro. Aber er sah ein bisschen anders da aus. Da sah er noch edgy aus, als er jetzt schon ist. Okay, und hat so einen Umhang gehabt. Okay, Vorgarten. Vor allen Dingen, jetzt gehe ich wieder durch die Tür raus. Hey! Was sagst du dazu? Wie seid ihr ins Zimmer gelangt? Durch das Fenster? To the window! Du liebe Zeit, es ist wohl gut zu wissen, dass der Sohn des Fürsten so energisch ist. Oh yeah. Noch ein Gespräch? Nein? Okay. Auf zum Vorgarten! Der Typ rechts ist sowas von Gegner. Das ist ja nichts mehr feierlich. Eines Tages werde ich ihn dich besiegen! Rache! Für irgendwas! I see you've come. Shall we begin? Na, freilich. I have no need to arm myself against a mere child. I can't fight an unarmed man. It would be shameful for a knight to do so. It seems our little swordsman is afraid of losing. In that case, I must insist that Richard take this lesson after all. Very well. Prepare yourself. Prepare yourself! Bam. Oh, did the little knight fall down? Hingeplupst. Too slow. Are you even trying, boy? Damn it. What? Tja, fick dich. So, the little knight has some skill after all. But this ends now. Ja klar. Fucking Waffe. Stop this at once. Phew. Real knights are strong. Amazing. He actually held his ground against Bryce. Thank you for the lesson. Also, please forgive my earlier insolence. I hope you will let me spar with you again. Asbel actually sounds grown up. That fight must have scrambled his brains. Hey, knock it off. True knights are polite and honorable. If a fellow knight agrees to train you, they deserve your thanks. Even I know that. So you want to become a knight? Yes, sir. More than anything. You have some talent with a sword. Once you get older, I wager the knights would be proud to have you. Really? You should be ashamed, Bryce. There is no honor in provoking a child. I apologize, sir. I will take over Master Richard's training from this point forward. You may join the other guards inside. I understand, sir. With your leave, Master Richard. That was amazing, Asbel. Der ist jetzt sicherlich richtig angepisst. He said you have talent. Imagine, my big brother joining the knights. Come on, Hubert, knock it off. I'm just glad that Richard won't be forced to practice when he's not feeling good. Amazing. Well,
Since the lesson is over and we're already outside, how about I show you something cool? What are you talking about? I'm gonna take him to see the flowers. Blumen. Kerle steht auf Blumen. But it's almost sundown. Well then, you guys should stay here. Just play dumb if Dad asks about us, okay? Oh Mann, Aspel, der hat schon was. Und der geht einfach mit. Dumm-di-dumm-di-dumm. He'll never learn. Sophie, you go with them and make sure they don't get into any trouble, okay? Oh, die Troubles werden kommen. Definitiv werden sie kommen. Alright, guys, follow me. Im Opening hat man dann gesehen, dass auf dem Baum drei Namen eingeritzt waren. Einmal Aspel, einmal Richard und einmal Sophie. Vielleicht wird die Szene dann kommen. Wir wollen zur Blumenwiese. Gott, da habe ich doch jetzt wieder vergessen, wo die war. Blumenwiese. Landbühl. Ich glaube, das war irgendwo da oben, ne? Nördliche Seite. Mal gucken. Hoffe ich zumindest. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. So, die Gegner lassen wir einfach mal in Ruhe, weil die sind... Warte mal. Kann ich mit dem Richard... Ne. Der kann leider nicht mitkämpfen. Ah, okay. Grenze von Findel. Da gehen wir leider noch nicht hin. Da kommen wir dann erst später hin. Aber hier sind wir richtig. Landbühl. Dort, wo wir die Blumen gesehen haben. So, die Kiste haben wir ja schon geöffnet. Wolfi! Kein Wolfi für mich heute. Wahrscheinlich renne ich dann sowieso gleich in den nächsten rein. Was Entdeckung? Heil, 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 heil. Wir heilen uns. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe das schon entdeckt, aber okay. Wie es aussieht, wohl nicht. Aber jetzt haben wir uns ja wieder komplett aufgeheilt. So muss das sein. So, gehen wir mal zur Blumenwiese, zum Blumenbeet. Oh. It's beautiful. I'm glad I could show you this, Richard. Would be a shame to come all the way from the capital and miss it. You wanted nothing more than to show me this? Yep, pretty impressive, huh? You're really something. There you are, your highness. Geh weg. Bruce, geh einfach weg. Bryce! Your highness? Wait, you're Prince Richard, the son of our king? Ja, darauf ist ja vom Fenster reingestiegen, weil er gewusst hat, dass er da ist. The guards are quite frantically searching for you, my prince. I am most disappointed that you put them through such agony. Well, I apologize for the trouble, Bryce. No apology required. In fact, this makes things much easier for me. Oh. Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass er uns jetzt angreifen wird. Und versuchen wird, uns zu töten. Hey, Bosskampf! Wuhu! Ich habe gewusst, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. I thought today's lesson was over. Lehrstunde. Ich weiß nicht. This is no lesson, boy. This is a duel to the death. Ja, er hat gesagt, er ist angepisst. Aber dass er so angepisst ist, ich habe eigentlich gedacht, dass wir den erst, wenn wir so erwachsen sind, dass wir gegen ihn kämpfen. Aber okay. Richard's death, in fact. What? There are no guards to help you here, my prince. Your life is mine. Geh weg, geh einfach nur weg. No! Richard, get back! Hostiles! Hey. Ui. Sausen, 300 sind alles unbedingt zu viel. Aber wir sind nur zu tot, das ist... Wir brauchen den Hubert! Den stärksten aller! Oh, der kriegt aber schön Schaden ab. Schön ausweichen und schön auf dem Rücken. Jawoll. Oh, und jetzt haben wir ihn da noch verwirrt. Wunderbar. Ah, das war schön.
Na komm halt her, trau dich doch, kleiner Bastardo. Ups. Okay, ein wenig zurück, zurück. Kannst du heilen? Na, ich. Sicherheitshalber nehme ich aber noch ein Objekt. Espel, du nimmst mal einen Gummi. Ah, du kannst First Aid. Wunderbar. Okay, okay. Zurück, zurück. Escape Wonderstein. Der macht halt so viel Schaden. Kannst du mal was anderes sagen außer No Escape? Geben. Dann muss ich verteidigen. Jawoll, da haben wir Naht leicht gesehen. Das ist unser erster Zwischenboss. Auch wenn er jetzt auch nicht unbedingt eine Herausforderung für uns war. Jetzt stirb endlich! Level hoch! Jawoll. Ich habe ein bisschen mehr Erfahrung, Kaltkopf, aber okay. Eine Haarnadel. Ich frage mich, wo ich die Haarnadel gedroppt habe, aber okay. Sophie hat eleganter Blitz erlernt und Aspel hat Tornado-Klinge erlernt. Tornado-Klinge hört sich nice an. Ja, neue Titel. Können wir mal später irgendwann mal ausrüsten. Wunderbar. So, ja, mein Bastardo. Schön leicht. Okay, then. Have you had enough? Er hat einfach zum Knirps ausgeschalten. Where's Richard? Oh, was ist jetzt los? Richard, be careful! The cliff! The cliff? Das ist das, was hinter dir ist. Das war knapp. Come on, Richard, give me your other hand. Au. Das könnte eventuell schmerzhaft sein. What's going on? What's this warm light all around me? What happened? Huh? Wait, we fell off the cliff! Sophie, are you okay? Are you hurt? I'm fine. Das ist eine liebliche Nuss, die hin und her treibt. Oh, thank goodness. Ein Mann auf Details achtend. Ding. What about Richard? Is Richard okay too? Richard! He wasn't hurt. Really? Okay, good. That's good. You look happy, Asbel. Why are you happy? I'm happy because you and Richard are alive. Because we're alive. Good morning! Where? We fell off the cliff. I think the sun went down while we were knocked out. Are you okay, Richard? Nothing broken or anything? No, I think I'm fine. I can't believe we fell off a cliff and no one got hurt. Your name is Asbel, yes? I owe you my life. Please, take this. Deine Hand? Okay. Why are you giving me your ring? I owe you a great debt. This is the least I can do. No way. No. I won't take it. Scheiß dich doch! I didn't save you for money or power or because you're some dumb prince.
I did it for... Oh, never mind. I didn't mean to insult you. Forgive me. We should go back, Asbel. Yeah, we should. But, not really sure how. I guess we just have to climb. Da ist wieder die liebliche Nuss. Und ein Stock. Sophie, Richard, I think it's time for a little hike. If monsters come, we fight together. That's the only way we'll beat them. Genau, Richard, kämpf mit. Yes, of course. All right, let's go. Persönlich. Hey. Richard? You seem reserved. This is very unlike you. Why would Bryce try to assassinate you? I can think of several reasons, but none that are worth sharing. But why not? I fought him off, you know. You can trust me. I'm sorry, but it's more complicated than that. What's wrong? You're making your angry face again, Asbel. I'm not angry. I'm just frustrated. So, aber was wir mit dieser lieblichen Nuss und dem lieblichen Stock alles machen werden, das erfahren wir im nächsten Part von Tales of Graceseth. Haut rein, euer Final.